Heute habe ich Max bei mir. Max aka iCrimex. Oh mein Gott, das fühlt sich so falsch an. Wäre ich schon so doof, das Auto bei dem Wetter zu bewegen. Ist das iCrimex? Ja, normal. Digga, was? Alles gut. Ey, das ist aber auch ein ekliger Drive-In. Der ist böse, ne? Hat iCrimex mehr Informationen zu GTA 6 als der normale Mensch? 901 PS, Max. Alter, ey, das ist Feierabend. Das ist wirklich Feierabend. Was muss YouTube-technisch bei dir passieren, damit du so ein Auto fahren könntest? Du hast mir ja vorhin erzählt, für im Prinzip 40.000 im Monat würde man das Ding kriegen. Also rein vom Ding her, klar, könnte man das machen. Der ein oder andere wird jetzt komplett ausrasten, wenn er Max im Bild sieht bei mir. Und der ein oder andere wird sagen, wer ist das? Max hat 3,4 Millionen Abonnenten. Dann haben wir hier noch ein Model S, sogar ein Tesla Model S Polizeiauto. Naja, Leute, ich bin an sich jetzt nicht so der größte Elektro-Fan. Max, du bist schon S63 AMG Cabrio gefahren. Du bist schon Lamborghini Huracan gefahren. Genau, ja. Du besitzt Bentley Continental GTC. Ja. Rolls-Royce Cullinan. Ja. So. Und Max ist heute bei mir im Autohaus. Max, wie alt bist du? Ich bin 26. Du bist 26. Ja. Jetzt schaue ich mich hier um und denke mir so, okay, ich habe einen erfolgreichen YouTuber bei mir, der vermutlich Millionen verdient über YouTube. Ja. Die Kameras hängen schon drin, du hast es auch schon gesehen. Ja. Ich habe heute einen Anschlag auf dich vor. Ich bin gespannt. Ich weiß, du kannst es fahren. Ich weiß, du bist auch schon alle möglichen anderen Autos gefahren, aber noch nie Bugatti. Nee. Ja? Also ich war sogar noch nicht mal in einem fahrenden Bugatti als Beifahrer drin. Okay, gut, das ändern wir heute. Aber ich habe auch eine Absicht, Leute. Ich will Max das Auto schmackhaft machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Den willst du mir auch andrehen. Max, ich weiß, du kannst es dir leisten. Das glaube ich nicht. Es ist alles nur eine Sache der Leasingrate. Was schätzt du denn, wo die Leasingrate bei so einem Auto liegt? 40.000 bis 50.000. 40.000 Euro brutto? Ja. Und du fährst okay. Ich schnapp hier noch. Ach, brutto? Das brutto. Heißt, Mehrwertsteuer kannst du noch ziehen? Ja, die kannst ja, okay, du ziehen. Komm, wo sind die? Ja, dann. Nein, also ich muss dich ja so langsam dann auch da hinführen, würde ich mal sagen. Ja. Heute ist Schritt 1, ich lass dich mal Probe sitzen. Du gehst bitte auf die Fahrerseite. Fahrerseite? Du übernimmst die Fahrerseite. Was ist der Listenpreis von dem Ding hier? Wir haben hier einen Bugatti Chiron Sport aus 2022, 16 Zylinder, 1500 PS. Der Listenpreis von dem Fahrzeug lag bei ca. 3,5 Millionen Euro brutto. Und tatsächlich werden die Autos jetzt gebraucht teurer gehandelt. Geisteskrank. Wenn du einen Bugatti hättest, Max, welche Farbe hätte dein Bugatti? Which color is your Bugatti? Ich sag dir ehrlich, ich würde den, wie Manny Cospin, so voll weiß machen. Komplett weiß? Ich finde, der sieht geisteskrank schön aus. Ja, ja. So würde ich den machen. Ja, schon geil. Ne? Der hat ja eine Hermes Edition. Ne? Also der fährt nochmal ein ganz besonderes Auto. Lass uns mal Probe sitzen. Du wirst gleich positiv überrascht sein. Oh. Okay. Gar nicht so verkehrt, oder? Nee, fühlt sich gut an. Steht dir aber auch, muss ich sagen. Ja, die Frage ist, wem steht der Wagen nicht? Ne? Das sieht ja auch krass aus hier. Eieiei. Ich finde irgendwie, also ich muss gerade sagen, es erinnert mich so ein bisschen an so eine krassere Version von meinem Bentley. Ja. Vielleicht kommt so dieses Gedankenspiel, weil ich hier so ein B jetzt sehe. Mhm. Und, ne, so mit, gut, es ist auch der gleiche Konzern. Bugatti und Bentley gehören beide zum Volkswagen-Konzern. Jetzt nicht mehr? Ja, ich wollte gerade sagen, genau, jetzt nicht mehr. Jetzt also nicht Bugatti mehr, nicht mehr, ja. In der Zeit, als das Auto produziert wurde, wurde es noch als Teil des Volkswagen-Konzerns produziert. Das Auto steht dir wahnsinnig gut, gerade so mit der Ellipse. Wo habe ich denn meinen Kameramann? Felix, komm mal zu mir rüber und film mal so von mir, ne, wie Max so im Profil mit dieser Ellipse. Es ist übrigens das längste durchgängige Lichtband, was in einem Auto jemals verbaut wurde. Ach, okay. Oder? Steht ihm doch, oder? Schreibt mir mal in die Kommentare unten rein, ob ihr findet, dass iCrimex der Bugatti steht, Leute. Max, bei mir ist immer alles mit einer Gegenleistung verbunden. Ne? Du fährst jetzt meinen Bugatti, ich habe Hunger. Okay. Ich würde sagen, wir fahren jetzt zum Burger King. Oh, nein. Ich mache mit dir die gleiche Challenge, die ich schon mit Supercar Blondie damals gemacht habe. Können Sie mich hören? Do not go through a Burger King. With a Chiron. Wir haben gar nicht so weit weg von uns hier einen Burger King. Nein. Und da fahren wir jetzt durch. Wir kommen nicht angemeldet, also keiner weiß, dass wir gleich mit einem Bugatti durch den Burger King fahren werden. Denkt dran, ne, Bordsteinschäden. Also ich habe mich schon unzählige Felgen bei Drive-Thrus kaputt gefahren. Ich weiß nicht, ist das dir auch schon passiert? Nee. Parkhäuser, Drive-Thrus, Felge kaputt? In einem Parkhaus schon mal. Ja? Tatsächlich. Parkhaus. Mir passiert das leider öfters. Alter, nee. Aber nicht, also Omid, ehrlich, das geht nicht. Doch, das geht nicht. Machen wir. Das bei dem nicht. Auto jede Felge 20.000 Euro. Also wenn du eine Felge... Sag mir das doch nicht jetzt davor. Wenn du eine Felge kaputt machst, ne, dann war das der teuerste Burger deines Lebens. Ey. Da merkst du halt, ne, es sind 16 Zylinder, die hinter dir arbeiten. Das hört man so richtig glatt an. Ja. Der Bugatti ist jetzt gar nicht so das Krawallmonster, dass man sagt, der ist jetzt so laut wie ein Lambo. Also ein Lambo ist lauter. Die Ingenieure von Bugatti sagen übrigens immer, wer ein lautes Auto will, soll einen Lamborghini fahren. Hier hast du so ein
seriösen. Der Wagen schreit dich nicht an. Genau. Das ist so wirklich, man merkt so diese Energie. Also nur so, du merkst, da hinten ist einfach so ein geisteskrank fettes Teil. So ein Kraftwerk. Ja, ja, so ein Kraftwerk. Ja, genau. Oder wie gesagt, irgendwie, ich habe so immer das Gefühl, wenn ich so einen Bugatti starte, habe ich so das Gefühl, man hat hinter sich so eine Unwetterwolke. Ja, so, ja, so ja donner, genau. Es donnert hinter einem. Ja. So richtig so massig, ja. so eine Naturgewalt irgendwie schon. Bitte, Marc, gib mal leicht Gas. So ein bisschen. Also es ist nicht dieses Krawall, aber du merkst einfach, hinter dir passiert was. Wir haben vier Turbolader, 16 Zylinder, 1500 PS, die gleich anschieben werden. Leute, ich wusste auch nicht, was Omid vorhat. Also mir ist, ihr habt es vielleicht gemerkt, mir ist gerade so die Stimme weggeblieben. Das Auto, das ist, also wirklich, man fährt damit eigentlich nicht durch so einen McDrive oder sowas durch. Das ist eigentlich so ehrenlos. Ich habe auch echt Angst, eine Felge kaputt zu machen. Aber ich werde mich zusammenreißen, Leute. Ich krieg das schon hin. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das fühlt sich so falsch an. Wie ist das von der Ehrfurcht so? Ich habe geisteskrank Angst. Ich hab richtig Angst. Aber darum geht es ja auch. Ist das, ne? Ist das hier okay oder fahre ich hier gleich irgendwo dagegen? Das ist vielleicht okay. Das finden wir gleich raus, wenn Shepard. Ach du, ey. Also ich glaube, ich hatte wirklich noch nie so geisteskranke Ehrfurcht vor einem Wagen. Frontlippe 10.000 Euro. Wenn es die gesamte Stoßstange vorne ist, sind wir bei 200.000 Euro. Also Kotflügelstoßstange ist ja ein Teil bei dem Auto. Ach so, also das geht sehr schnell. Das ja, Auto. Das geht dann relativ schnell. Ah, ja, danke, dass du mir das jetzt sagst. Ja. Ja. Hat der ein Luftfahrwerk? Ja, machen wir gleich. Okay. Weil auch der Untersatz in Carbon kostet 25.000 Euro. Also der Unterboden. Okay. Nur der vordere Unterboden, nicht ey, das der macht mich echt ein bisschen nervös, dass du die ganze Zeit hier mit diesen Zahlen um dich hast. Ja, wir haben auch bewusst nur das halbe Tor für dich aufgemacht. Ah ja, danke. Korrekt. Immer schön vorsichtig, am besten etwas mit Schräglage. Ich setze dich da gar nicht unter Druck. Nur ich zu deiner schon, Info, ja. Also das Auto ist ja Vollkasko versichert. Das ist schön. Aber der Selbstbehalt liegt bei 200.000 Euro. Okay. Das jetzt rechts einlenken, komplett. Beruhigt mich nicht so. Also die ersten 200.000 Euro Schaden gehen immer auf uns. Okay. Und das trotz 25.000 Euro Prämie im Jahr. Wie verhalten sich so die anderen Autofahrer im Straßenverkehr, wenn die dich mit dem Bugatti sehen? Sehr positiv. Für mich ist immer ganz wichtig, wenn jemand reinlächelt, dann lächle ich raus. Auch wenn Leute komplett überrascht sind, dass sie das Auto sehen. Dann ist es für mich auch so, dass ich auf jeden Fall sofort rauslächle, winke, wenn ich kann oder mal einen Daumen hoch, weil die feiern das dann mit, die Emotionen, die sie so nicht kennen. Ey, man merkt aber so, sobald du das Gaspedal... Ja, der ist garstig. Ja. Also der schiebt sofort an. Also irgendwo müssen ja die 1500 PS jetzt lauern. Rechts raus. Ich gucke auch gerade so ein bisschen so auf die Blicke von den anderen Autofahrern. Ja, ne, das, ne, siehst du das? Siehst du das? Ja. Siehst du das? Bro, die sind wie so paralysiert. Ja. Aber ich würde genauso gucken. Ich würde genauso gucken, wenn ich jetzt einfach... Vor allem, wir haben Dezember. Ja. Tommy, das ist Dezember. Wir fahren mit Sommerreifen. Ach ja, das wollte ich noch sagen, Max. Wir haben 2 Grad und du hast Sommerreifen drauf. Also fahr bitte schön langsam. Ich fahre langsam. Ich muss aber auch sagen... Der ist angenehm gefedert, der Wagen. Ja. Eigentlich voll bequem, der Wagen. Ja. So, ne? Also ja, du hast ja, nicht das Gefühl, absolut, dass du so ein Rennstreckenfahrzeug gerade fährst oder so. Ich vergleiche das Auto immer mit einem Audi R8 auf Steroiden. Was ist das für ein... Ah, okay. Der zeigt mir jetzt hier an, 4 Grad nur. Ja, 4 Grad. Ah, perfekt. Ich glaube, du bist einer der wenigen Menschen weltweit, der jemals eine 4-Grad-Warnung im Bugatti gesehen hat. Weil wäre ich schon so doof, das Auto bei dem Wetter zu bewegen. Machen, glaube ich, schon nicht so viele. Dann komme ich da rum. Vielleicht. Das ist dein Problem, ich helfe dir nicht. Ey, komm. Ich kenne mich hier nicht aus mit der Kiste. Wo ist denn der Rückwärtsgang? Ich setze lieber nochmal zurück. Ah, du musst links und dann runter und dann noch 2. Ja. So? Ja. Tut mir leid hier an den Straßenverkehr. Max hält den Verkehr auf. Ey, Leute, das ist so falsch, was wir jetzt machen. Das ist so falsch. Das ist so falsch, dass es sich schon wieder gut anfühlt. Ne? Also die Zeit läuft. 7 Minuten. Ey, wie muss man denn hier einschlagen? Ja, auch das noch? Ist dein Problem. Denk daran, jede Felge 20.000 Euro. Ey, bitte helf mir. Kotflügel 300.000 Euro. Ey, das ist ja auch noch der schlimmste McDrive hier aller Zeiten. Ja. Ich sehe auch da, ich kann das Auto noch nicht einschätzen. Ey, ich habe echt so Angst, dass ich auch da rechts hängen bleibe. Du bewegst nur eine relativ schöne Villa, ne? Also 4 Millionen Euro rund. Das ist eine sehr, sehr schöne Villa. Ey, ich habe aber die erste Kurve geschafft. So, aber es kommen noch einige. Also, wir sind bei 1 Minute 24. iCry Max im Drive-Thru bei Burger King mit einem 4 Millionen Euro Bugatti. Was willst du haben? Ja, ich muss erst mal schauen. Was hättest du denn gern? Boah, ich glaube, ich nehme einfach einen Cheeseburger. Dann krieg ich einen Big King mit extra Jalapenos. Okay. Hallo. Hallo, ein Cheeseburger bitte und ein Big King mit extra Jalapenos. Okay, jetzt wieder Konzentration hier mit der Kurve. Ja, deine Zeit, 2 Minuten 11. Während iCryMax hier gerade ums Überleben kämpft im 4 Millionen Euro Bugatti, feiere ich einfach nur das Video. Das ist schön. Ja, oder? Das ist schön, dass du so entspannt bist. Ey, das ist aber auch ein
ekliger Drive-In. Der ist böse, ne? Omi, helf mir bitte kurz. Das sieht doch aus, als würde ich da... Das ist gemein. Das Essen ist ja schon ready. Warte, hier. Restgeld bitte. Mach glatt 10. 10. Danke. Da vorne ist auch noch mal so ein ekliger Bordstein. Ne? Dankeschön. Oh, ciao. Dankeschön. Das ging unverschämt schnell. Die Kurve wird sich jetzt für dich ungefähr so anfühlen wie die Nordschleife. Ja. Okay, ich glaube, das ist jetzt hier die letzte Kurve. Es ist eine sehr langgezogene. Aber sowas ist mir lieber. Sowas ist mir lieber, so eine langgezogene, als... Da kann man besser rechnen, ne? Ja, ja. 4 Minuten 52. Hey Leute, das ist top. iCry Max ist schneller als Supercar Blondie im Bugatti durch den... Boah, Drive, das muss was heißen. Ein Supercar Blondie schon, hat krasse Autoerfahrung. Eigentlich müssten wir dich ja jetzt irgendwie Supercar iCry Max nennen. Ja. Oder Hypercar Max. Irgendwann kommt der Autokanal. Ja. Hypercar Max. Hypercar Max. Max, Hut ab. Ja. Du bist 2 Minuten schneller als Supercar Blondie. Let's Max go. Hat's geschafft. Die Burger King Challenge im 4 Millionen Euro Bugatti und Max war 2 Minuten schneller als Supercar Blondie. Ich hab geschwitzt. Bravo. Ja, klar. Ja? Auto noch verfahren? Ja, klar. Das ist das Video seines Lebens. Geil. Also, ich wünsche dir was. Digga, mach's gut. Mal, bist du schon ein Crimex? Ja, normal. Digga, was? Mach's gut, ciao. Warte mal, warum hat er zuerst ein Bild von mir gemacht, wenn er da noch nicht wusste, dass ich das bin? Hä? Es ging nicht um den Fahrer, ja, es ging zunächst ums Auto. So. Jetzt hat es sich verdoppelt für ihn. Ne? Aber habt ihr das gesehen, liebe Zuschauer? Das war das, was ich am Anfang von meinem Video erwähnt habe. Ne? Dass die Jugendlichen komplett ausrasten, wenn sie ihn sehen, während jetzt die Generation 30 plus erstmal ihn nicht zuordnen kann. Was ich aber noch viel krasser gerade finde, war diese Reaktion von ihm. Ja. Weil man ist mit einem Bugatti, du bist automatisch diese Cristiano Ronaldo-mäßige. Ja. So, und er kommt. Er hat erstmal nicht gewusst, dass ich das bin und hat aber trotzdem ein Foto mit mir gemacht. So. Absolut. Also, du bist jetzt schon Autobahn mit dem Bugatti gefahren. Ja. Du bist innerorts gefahren, du bist durch einen Drive-Thru gefahren. Geht eigentlich, ne? Wenn diese Angst nicht da wäre, dass das Fahrzeug Unsummen kostet, ist das doch ein relativ entspanntes Fahren. Also, ich sag dir auch ehrlich, wenn man jetzt den Wagen gewohnt ist wie du, dann ist das, also du würdest ja da easy durchzirkeln. Ja. So, ne? Du weißt ja, ne? Hast du Platz, ja, nein oder so. Dann kann man das Ding wirklich gut alltäglich nutzen. Also, wenn man es cool, jetzt, ne? Wenn es einem wirklich egal wäre, könnte man es machen. Was muss YouTube-technisch bei dir passieren, damit du so ein Auto fahren könntest? Du hast mir ja vorhin erzählt, für im Prinzip 40.000 im Monat würde man das Ding kriegen. Also rein vom Ding her, klar, könnte man das machen. Niemand holt sich ja jetzt ein Auto, wo man einen so wirtschaftlich so schwer belastet, weißt du? Ja. Also in den Verhältnissen. Also ich sage ehrlich, ich kann mir den Wagen nicht leisten. Aber mal als Invest betrachtet, wenn iCry Max morgen Bugatti fährt und Bugatti-Videos postet und jedes Bugatti-Video plötzlich 2-3 Millionen Klicks bei dir macht, ja, dann wird es sich lohnen. Dann würde es sich doch auch aus geschäftlicher Sicht lohnen. Plus das Image und den Hype, den du um dich herum aufbaust. Ich sag mal, bei aktueller YouTube-RPM kann man ja einfach sagen, wie es ist. Man hat ja aktuell gerade jetzt mit Weihnachtsgeschäft und sowas, hat man ja gut und gerne mal eine 10, 11, 12 Euro RPM. Und das heißt ja, bei 2 Millionen Klicks auf das Video hätte man ja 20.000 Euro verdient. Genau. Das heißt, man würde zwei gute Bugatti-Videos im Monat würden dir den Bugatti bezahlen. Wenn man es so sehen würde, ja. Und dann wird natürlich noch dazu kommen, dass du natürlich dadurch Hype aufbauen würdest und könntest dadurch dann noch eher Sponsorings machen. Ja. Oder, ne, also denk nochmal drüber nach. Gibt es derzeit einen deutschen YouTuber, der Bugatti fährt? Ich glaube nicht. Ja, nur den Omid. Ja, stimmt. Ach, ich bin ja auch YouTuber, stimmt. Weil ich Scheibe beschlägt. Anti-Scheibe beschlagen Modus. Stimmt, jetzt wo du es sagst, ich bin ja auch YouTuber. Ich nehme mich ja so nicht wahr als YouTuber. Ne? Ich bin ja ein ganz kleines Lichtlein, das gerade probiert, einen YouTube-Channel aufzubauen. Aber ja, stimmt. Außer mir gibt es da noch? Ich glaube nicht. Eigentlich nicht, ne? Bei JP würde ich sowas sehen. Aber der macht's auch nicht. Hat's auch nicht, ne? Also nein, ich muss sagen, ich sehe eher junge, erfolgreiche YouTuber in so einem Auto als jetzt JP. Image-technisch ist JP eine absolute Ikone. Geist, ich habe ja schon ewig seine Videos geguckt, damals noch als Heranwachsender kleiner Autohändler und solche. Weißt du, was ich damals bei ihm so krass gefeiert habe, wo ich so voll drauf hängen geblieben bin? Ja. Der hatte doch mal diesen M4, als er den so blau gemacht hat. Das war, glaube ich, so um die Zeit, wo ich mit YouTube angefangen habe, 2014, 15 oder so. Da war das auch mal eine Zeit lang mein Lieblingsauto, M4, wegen JP, fand ich sehr krass. Aber wie gesagt, ich sehe dich jetzt eher in so einem Auto, so auch als Next Step, auch investmenttechnisch, auch image-technisch. Max hat vorhin von RPM gesprochen. RPM 10 Euro bedeutet, pro 1000 Klicks gibt es 10 Euro. Genau, ja. Das heißt, ein Video, das 100.000 Klicks macht, verdient 1.000 Euro und ein Video, das 1 Million Klicks macht, verdient entsprechend 10.000 Euro. Das ist
ein Video, das 1 Million Klicks macht, das sind schon top Videos. Im deutschsprachigen Raum ist das, muss das schon was sein, was sehr krass abgeht. Das ist dann schon immer, ich glaube auch für dich, ein Video mit über 1 Million wird immer gefeiert. Das habe ich auch jetzt nicht oft, dass Videos von mir eine, habe ich, keine Ahnung, so aufs Jahr gesehen, 2-3 Mal oder so, dass ein Video 1 Million erreicht. Oder? Könntest du öfters haben, mein Freund. Ich merke schon, da kommt der Auto da hinter dir durch. So einen willst du mal eine Probefahrt machen, so einen nach den. Max, eine etwas privatere Frage. Darüber hast du ja öffentlich gesprochen, du hast Herzprobleme gehabt. Genau, ja. War das bedingt durch den Beruf oder hätte dich das getroffen, egal was du gemacht hättest? Ich denke, es hätte mich getroffen, egal was ich gemacht hätte, weil ich mich einfach nicht geschont habe. In dem Fall war es durch meinen Beruf. Ich hatte Fieber, habe gelivestreamt. Wäre ich jetzt aber Maurer zum Beispiel gewesen und hätte Fieber gehabt und wäre auf die Arbeit gegangen, hätte es mich wahrscheinlich genauso erwischt. Ne? Das war einfach zu viel gewesen. Aber das kennst du wahrscheinlich auch als Selbstständiger. Ne? Also auch 24/7. Ja, so, ich weiß, du hast bestimmt auch ein paar so ältere Zuschauer, die vielleicht damit nicht so viel anfangen können bei mir. Auch wenn es YouTube ist und das vielleicht auch oft belächelt wird, man hat genau dieselben Probleme auch mal wie jeder andere Selbstständige auch. Ne? Sachen, die man vielleicht auch mal mit abends ins Bett nimmt, die einen stressen. Man muss genauso seine Steuer machen, man hat genauso Betriebsprüfungen. Also das gehört einfach dazu, ne? Ist einfach so. Zum Thema, es wird belächelt und so. Ne? Ich probiere ja jetzt mit einem unglaublich hohen Invest auch, ne? Was wir an Warenwert als in unseren Autovideos bewegen, dann praktisch unsere YouTube-Videos zu drehen. Das ist ja komplett undankbar. Und dann freue ich mich, dass ich einmal in der Woche ein Video produziere und wenn das Video dann 200.000-300.000 Klicks macht, feiere ich das schon. Ja? Und das mit dem allen, was ich hier in die Waagschale werfe, ja? Da muss man sagen, der Max, ich glaube, du postest fast täglich ein Video. Jeden Tag, auf jeden Fall. Ich habe ja mehrere Kanäle. Genau. Also ich habe das beobachtet, der Max postet jeden Tag ein Video und seine Videos laufen immer auf 200.000-500.000 Klicks. Ja. Ja. Also er schafft das, was ich nicht schaffe, einmal die Woche, schafft er täglich. Ja. Aber also, muss man auch dazu sagen, da habe ich ja 10 Jahre jetzt drauf hingearbeitet. Aber du machst es ja auch viel effizienter als ich, weil dein Invest ist im Prinzip deine Zeit, was du aufgebaut hast. Ja, über 10 Jahre, das ist ja auch unheimlich viel wert. Aber danach ist das überschaubar. Ne? Du brauchst ein Setup, Computer und dann zockst du. Genau, ja. Ja, klar, du brauchst geile Ideen, wie du das machen willst. Also für das, was ich an Invest brauche, für das, was dabei rumkommt, ist... Ist das schon genial. Ja, geisteskrank. Also guck mal, bei mir ist ja so das Ding, ich brauche ja so einmal so ein Setup für, sagen wir mal, meins hat jetzt, sagen wir mal, 20.000 mit drin gekostet. Und das reicht ja dann wieder mal, ist dann für die nächsten 3, 4, 5 Jahre top-notch an Qualität. Das Wichtigste meiner Meinung nach bei YouTube ist, und das machst du ja auch regelmäßig, Content zu werfen. Ja. Keep uploading. Genau. Ich habe immer mal so als Beispiel, das habe ich mir schon immer so gedacht, man muss das ja sehen, YouTube, wie als würdest du angeln gehen. Ja. Umso mehr Angelhaken du ins Wasser wirfst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fisch anbeißt. Ja. So, der Angelhaken, in dem Fall Video, und ein Fisch anbeißt, ein Zuschauer dann, der kommt, dich abonniert und beim nächsten Mal dann wieder einschaltet. Ey. Wirklich, ganz ehrlich, das war so ein richtiger Wutbürger. So, der war unzufrieden. So ein Nichtgönner, ne? Ich feiere ja jeden, der Erfolg hat. Ja, ist ja auch also immer ich feiere irgendwo. Jeden, der Erfolg hat. Das triggert mich auch. Ich neide nicht, aber ich motiviere mich am Erfolg anderer. Das ist dann für mich auch wieder so, dass ich sage, hey, wie hat er das geschafft? Was musste er dafür tun? Habe ich die Möglichkeiten, das auch zu tun? Ja? Und wenn ja, was muss ich jetzt machen, damit ich sowas auch hinkriege? Hast du das aber immer noch? Jetzt mittlerweile? Ja, ich sag's ganz offen. Also ich habe im Leben immer eine ganz klare Devise gehabt, Max. Entweder bin ich der Jäger oder ich bin der Gejagte. Du bist aber ein richtiger Hustler, Vollblut-Hustler. Aber, ich bin entweder der Jäger oder der Gejagte, aber ich wollte nie der Hund vom Jäger sein. Okay, ne? Also du wolltest nicht nur so mitläufermäßig. Nein, ich will für meinen Traum rennen. Mhm. Ne? Wenn du der Hund bist, rennst du für den Traum von anderen. Okay, verstehe. Du hast mit dem Abitur dich dazu entschieden, dich selbstständig zu machen. Ja, und hast gejagt. Ja. Und heute wirst du gejagt, jagst aber auch immer noch. Man hört ja nie auf mit dem Jagen. Es gibt ja immer den nächstgrößeren. Das stimmt. Ja. Was ist dein großes YouTube-Ziel? Ist 10 Millionen Abonnenten erreichbar für dich? Oder ist das so eine Schallmauer, wo du sagst, das geht nicht mehr? Das Problem, ja, also ich muss leider ehrlich sagen, ich habe YouTube-mäßig eigentlich keine Ziele mehr. Dieses 10 Millionen-Thema, ja, wäre geil. Man kriegt ja auch diesen Diamant-Play-Button, heißt der bei 10 Millionen. Aber es ist halt einfach im deutschsprachigen Raum, also ich könnte jetzt mit internationalem, mit englischem Content würde ich es schaffen, aber mit deutschsprachigem Content gibt es ja keinen, der annähernd an die 10 Millionen ist. Also ich glaube immer noch Bibis Beauty Palace oder so mit 6 Millionen oder so. Also es gibt niemanden, der annähernd an den 10 Millionen mit deutschsprachigem Content dran ist. Ich jetzt mit 3,4, mache das jetzt 10 Jahre, also das ist für mich so weit entfernt. Schielst du auf 4 Millionen? Ja,
Aber das ändert für mich ja nichts. Also ob ich 3 oder 4 Millionen habe, weiß ich nicht. Max, würdest du auch behaupten, jetzt nachdem du Bugatti gefahren bist, dass im Bugatti Tränen schneller trocknen als in einem Honda? Ich glaube schon. Ja. Ich glaube schon. Wie viel Grad haben wir denn? Was macht unsere Gradanzeige? 2 Grad Außentemperatur. 2 Grad. 2 Grad ist besser als 0 Grad. Ich würde sagen, wenn wir dann gleich hier an dem Rollerfahrer vorbei sind, gibst du mal Gas. Die Reifen sind auf Betriebstemperatur, okay. Der Motor ist warm gefahren. Gibt es hier eigentlich irgendwie so Sportmodis oder ist es einfach so, es gibt einen Modi, Bugatti-Modus? Ja, du kannst hier auf den Flag-Mode gehen. Alter! Hast du gesehen, wie das hinter dir anzieht plötzlich? Was? Jetzt Gas geben. Jetzt dreht mal. Ich würde sagen, du hast jetzt nicht mal 40% getreten gehabt. Ja, ich will es nicht übertreiben mit dem Ding. Alter, allein dieses, das sind die Turbolader, ne? Dieses Ansaugen der Luft und dann raushauen. Das ist ganz komisch. Du hast jetzt 618 PS abgerufen. Das waren nur 618? Das waren 618. Du hast 1500 zur Verfügung. Aber das Lustige ist, ohne dass du jetzt das gesagt hast, ich dachte mir so, das war jetzt so kantig so von einem Huracan oder so, weißt du? Und du hast noch das 2,5-fache von dem. Wie ist das mit, also wenn ich, kann ich bis zum Anschlag durchtreten oder ist dann... Hier könntest du es nicht, also generell kannst du das. Wenn du das jetzt machst, dann würden wir im Graben landen, okay. Weil die Power, die das Auto auf die Räder überträgt, der würde komplett durchdrehen, dann die Glaswand ist geil. Aber dreht mal ein bisschen mehr. Trau dich ruhig. Ach du Scheiße. 781 PS. Max, Alter. Deine letzte Chance. Jetzt lass dich noch mal etwas zurückfallen und gib Gas. Boah. Wow. 901 PS, Max. Alter, ey, das ist Feierabend. Das ist wirklich Feierabend. Alter, ey, das kriegt einen ja so raus. Ach du Heilige. Und das Krasse an dem Auto ist, wir sind ja damit Drag Races gefahren beim Supercar Owner Circle. Da waren wir in Spanien auf dem Flugplatz von Granada. Da hatten wir 4 Kilometer Strecke vor uns. Je schneller der Wagen wird, desto schneller wird der Wagen. Also der explodiert oben raus. Ich glaube, also ich kann das gar nicht beschreiben. Leute, für die Kamera, ich bin in meinem Leben schon, in meinem jungen Leben durfte ich schon viele Autos fahren. Ferraris, Lambos, wirklich schon sehr, sehr viel. Aber das, ich kann das gar nicht beschreiben. Nee. Das ist so... Einzigartig. Man wird durchgepeitscht einfach. Das ist ganz krass. Das ist komplett einzigartig. Ja. Ganz rum. Das ist komplett einzigartig, ne? Ich sag ja, für immer versaut. Ich bin geschockt. Max, was zockst du lieber, Minecraft oder GTA? Boah. Wärst du das oft gefragt? Ja, tatsächlich schon. Also ich muss sagen, an GTA hängt halt einfach mein Herz. Ne? Ich habe mit dem Spiel damals mit YouTube angefangen. Ja. Irgendwo habe ich auch meine Karriere zu verdanken. So, und das ist einfach unfassbar emotional. Aber es ist halt auch schon 10 Jahre alt. Ja, brutal. Ne? Und man hat das Game halt schon in jeglicher Form durchgespielt und sowas. Deswegen, also rein vom Zocken her, aktuell würde ich Minecraft sagen. Wenn es jetzt ein Spiel gäbe, das ich nur noch machen dürfte, dann wäre es aber GTA. Ja? Ja. Hat iCrimex mehr Informationen zu GTA 6 als der normale Mensch? Nicht mehr als jeder andere, der sich informieren würde. So. Anfang Dezember soll jetzt der GTA 6 Trailer kommen. Ja. Wenn man sich mit Rockstar Games auskennt, dann weiß man, ein Jahr nach dem Trailer kommen immer die Spiele raus. Also wir können davon ausgehen, dass Ende nächsten Jahres wird GTA 6 erscheinen. Zum Weihnachtsgeschäft, ne? Genau. Wahrscheinlich ab September, Oktober, November, so in diesem Zeitraum. Ja, wer weiß, wenn GTA 6 so gut läuft wie mit GTA 5, dann können wir ja vielleicht irgendwann noch mal über so ein Auto sprechen. Ja, oder? Warum machen wir kein Autohaus auf in GTA 6? Könnte man theoretisch, darüber habe ich nachgedacht, ich weiß gar nicht, ob es technisch möglich ist, könnte man in GTA 5 in der Online-Welt jetzt so ein Automobilzentrum Rhein-Neckar aufbauen? Ich habe zum Beispiel auch meine eigene Tuning-Werkstatt, so eine Serie. Nein. Doch, und habe da auch so mein eigenes Autohaus, besorgt dann da Autos, tune die auf und so. Und das heißt iCrimex Customs, habe ich das genannt. Okay. Die krasseste Erfahrung, die ich gemacht habe, mir ist mal ein Radfahrer parallel so vor mir gefahren. Dann hat er sich kurz umgedreht, hat das Auto gesehen. Dann hat er nochmal nach hinten geguckt. Dann ist ihm aufgefallen, dass es ein Bugatti ist. Und dann ist er vom Fahrrad gefallen. Einfach umgefallen. Kennst du diese Ziegen, die so in Schock stehen? Ja, genau. Umfallen? Oh. Aus Grün. So. Ungefähr so war das. Ja. Max, so. Aber ich habe ja selbst alles an Autos schon durchgespielt. Ne? Ich habe alles an Autos durchgespielt. Glaub und du merkst es, wie ich gerade neben dir sitze und sogar als Beifahrer gerade wieder so ein Grinsen habe. Weil es ist einfach eine einmalige Erfahrung, Bugatti zu fahren. Ja. Also ich kenne nichts Vergleichbares. Jetzt kann man natürlich sagen, es gibt noch Pagani und es gibt Königsegg etc. Ja, die gibt's, aber glaubt mir Leute, Bugatti fahren ist was ganz anderes. Ja, aber jetzt mal die Frage, Wertgewinn. Mhm. So, das heißt, jetzt ist ja das Ding,
der Wagen wird über Liste gehandelt. Ja. Bedeutet ja aber auch im Umkehrschluss wieder, dass die Nachfrage höher ist als das Angebot. Ja, klar. Was dann wiederum bedeutet, nicht jeder bekommt so ein Ding. Ja, klar. Handverlesene Kundschaft. Jetzt überlegt dir mal, es gibt nur 500 Bugatti Chiron weltweit. Die Produktion ist fertig, abgeschlossen, ausverkauft. Überleg dir mal, wie viele Millionäre und Milliardäre es weltweit gibt, die gerne einen haben würden, die es sich locker leisten können, aber keinen haben. Und das erklärt den Wertanstieg. Und da wir ja jetzt in eine Zeit gehen, wo große Motoren immer weniger werden, ne, Downsizing der Motoren immer weiter voranschreitet. Aber Leute, ich muss euch eins sagen, der Max ist ein exzellenter Autofahrer. Also mit seinen 26 Jahren merke ich ihm die brutale Erfahrung an, die er in Autos hat. Klar, es war etwas stressig, aber jetzt haben wir uns irgendwann so eingegroovt, würde ich sagen. Also könntest du jetzt auch nochmal 500 Kilometer mit dem Auto fahren? Eigentlich schon. Eigentlich schon, ne? Und der Max war zu jedem Zeitpunkt souverän, auch als er Vollgas gegeben hat. Ich saß absolut sicher hier nebendran, hatte keine Bedenken. Also Hut ab, Max. Es gibt auch nicht so viele Menschen weltweit, die behaupten können, mit 26 Bugatti gefahren zu sein. Ja, ich glaube, da gibt es sehr wenige nur. Ja. Also ich musste 35 werden, um das erste Mal Bugatti zu fahren. Vielleicht war ich 34. Aber einen Haken hat die ganze Sache. Also wenn wir das Ding jetzt mal so weiterspannen, dass ich mir einen Bugatti ziehen würde. Ja. Ich würde das Ding doch mit 26 nie versichert bekommen. Doch, ab 25. Ab 25 versichern die dir einen Bugatti? Ich kriege ihn dir versichert. Und die haben bei mir schon immer rumgejammert bei einem Lambo. Ich kriege ihn dir versichert. Ach, okay. Wenn nicht, dann steige ich noch in deine Versicherung mit ein als Bürger. Okay. Leute, das war unsere Folge mit iCryMax. Vielen Dank fürs Zuschauen. Zum einen, Max braucht noch 600.000 Abonnenten, bis er die 4 Millionen geknackt hat. Jetzt auf seinen Channel gehen, jetzt bitte abonnieren. Und auch wenn ihr meine Inhalte mögt, bitte draufgehen, bitte supporten, bitte abonnieren, teilen. Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Checkt den Jungen aus, es lohnt sich. Danke. Danke, Max. Also, bis demnächst. Gut. Ciao.